Warum radikalisieren sich junge Muslime? Das ist ja zunächst erstmal gar nicht nachvollziehbar für uns als Deutsche, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt mehrere Gründe. Ein ganz wichtiger Grund ist der, dass in salafistischen Organisationen Musliminnen häufig mehr Handlungsspielräume haben als in traditionellen Moscheen. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber es ist tatsächlich so. Salafistische Organisationen, die haben ja sozusagen selbstgewählten Auftrag, die wollen den Koran neu lesen, die wollen missionieren, die wollen politische Arbeit leisten, die haben einen politischen Auftrag sich selbst auch gegeben, und das heißt, da entsteht viel Raum, geschlechtergetrennt natürlich, aber auch für junge Frauen, die jetzt zusammen den Koran lesen, die eine Spendenaktion organisieren für Syrien, die ja, öffentliche Auftritte mit Gesichtsverschleierung üben und dann ins Internet stellen. Also die machen relativ viel im Vergleich zu vielen anderen Muslimen in eher traditionellen Moscheen. Zweite Sache, die man bemerken muss, ist, dass gerade junge muslimische Frauen aus traditionellen Familien oft sich benachteiligt fühlen in diesen Familien. Der Bruder darf ausgehen, der raucht, der hat eine Freundin, der geht auf Partys. Das Mädchen soll nach der Schule direkt zu Hause sein. Das heißt, empfindet doch, dass sie nicht gleich behandelt wird. In salafistischen Organisationen werden jetzt aber beide gleich behandelt. Die gleichen starren Regeln gelten jetzt für Männer und für Frauen, für Mädchen und für Jungen. Das ist eine gewisse Gleichheit. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass ein Mädchen mit einem strengen Vater oder einer strengen Mutter, das eigentlich nicht viel außer Haus gehen darf, wenn es jetzt sagt, ich gehe zum Koranlesekreis oder ich gehe in meine Moschee, in diese Arbeitsgruppe, dann darf sie das. Ja, eine wichtige Kompetenz, die man haben muss in einer pluralistischen und komplizierten Gesellschaft wie der unseren, ist Toleranz. Toleranz ist aber etwas Schwieriges. Man muss sie erlernen. Man muss erlernen und aushalten, dass der andere, der so anders ist als man selbst, genauso viel wert ist wie man selbst. Und das wird einem nicht in die Wiege gelegt, sondern das ist ein Programm, das meiner Meinung nach an die Schulen gehört. Ja, wir haben 11% Konvertiten bei Salafisten. Bei Gewaltbereiten haben wir sogar 15%. Früher sind Nicht-Muslime, die zum Islam konvertiert sind, immer Sufis geworden. Heute gehen sie vorzugsweise in salafistische Gruppen. Warum ist das so? Salafistische Gruppen bieten Orientierung, ein klares Weltbild, Sinnstiftung sogar über den Tod hinaus. Viele junge Menschen fühlen sich verunsichert in der komplizierten Welt. Sie hätten es gerne einfacher, sie suchen klare Regeln, ein klares Weltbild, wollen auf der Seite der Guten sein. Alles das bietet ihnen der Salafismus. Schwarz-Weiß-Denken mit klar definierten Guten und Bösen, Handlungsanleitungen, die man bloß noch befolgen muss. Man muss nicht mehr nachdenken, ist es richtig, ist es falsch, sondern man folgt den vermeintlichen Befehlen Gottes. Dann hat man gleich viele Freunde, wenn man in so eine Community kommt. Alle sind glücklich, dass man da ist. Niemand fragt danach, ob man einen guten Schulabschluss hat, ob man gut aussieht oder irgendetwas anderes. Unsere Gesellschaft ist ja auch eine harte Gesellschaft, die konkurrent ist, die viele zurücklässt, und in so einer salafistischen Gruppe ist erstmal alles gut. Jeder ist anerkannt, jeder ist akzeptiert, jeder ist aufgenommen. Dazu kommt, dass man dann beigebracht bekommt, dass man zu den Besseren gehört, zu den von Gott Auserwählten. Das heißt, dass man privilegiert ist, dass man anderen übergeordnet ist. Selbst wenn alles schief geht im Leben, Gott ist auf der eigenen Seite. Und letztendlich landet man sogar im Paradies, dort, wo alle Probleme aufhören. Ich habe mal ein Interview mit einem jungen Mann gemacht, der hat mir gesagt, wir müssen hier im Leben, das ja nur so kurz ist, den Befehlen Gottes folgen. Und dann werden wir im Paradies, das ewig sein wird, die Gewinner sein. Ja, auf der einen Seite muss da eine Wissenskomponente sein. Im weiteren Bereich würde ich sagen, das gehört in den Bereich der politischen Bildung. Das heißt Demokratieerziehung, aber auch Wissen über Religionen, Wissen über andere Kulturen. Das fehlt im Moment noch völlig.
Die meisten Lehrer und Schüler wissen viel zu wenig über andere Kulturen, über Kulturen, die auch bei uns sind. Über den Islam weiß kaum jemand etwas. Da muss man Abhilfe schaffen. Aber ich glaube, mit der reinen Wissensvermittlung ist es nicht getan. Man muss auch mit pädagogischen Experimenten, mit Spielen tatsächlich einüben. Wie geht das denn eigentlich, demokratisch zu sein? Wie geht das denn, seine Rechte in Anspruch zu nehmen, Verantwortung zu entwickeln für andere, den anderen zu akzeptieren, zusammenzuarbeiten, auch wenn man unterschiedlicher Religion und unterschiedlicher ethnischer Herkunft ist? Na gut, es gibt auf der einen Seite viele Musliminnen, die entweder vor dem Hintergrund einer säkularen Agenda, also Menschenrechte, Frauenrechte, für die Emanzipation der Frauen kämpfen. In allen muslimischen Ländern gibt es diese Frauen, selbst in Saudi-Arabien gibt es sie. Und es gibt religiöse Frauen, die versuchen, den Koran neu und feministisch zu lesen, um zu begründen, warum Gott auch schon wollte, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte haben. Und in beiden Fällen ist es ein Emanzipationsprogramm. Es gibt natürlich konservative Muslimen, die genau das nicht wollen. Die wollen eine Rückkehr zu einer vermeintlich heilen alten Ordnung, wo die Frauen vorzugsweise Mütter und Ehefrauen sind. Und es gibt dann natürlich auch die Radikalen, die sagen, wir müssen jetzt erstmal in eine Zeit des Kampfes eintreten, damit wir islamische Ordnung überall durchsetzen. Das klingt erstmal merkwürdig, aber man begibt sich in Opposition zur Mehrheitsgesellschaft und muss da gegen ankämpfen. Und der Diskurs geht so, dass Muslime unterdrückt werden in unserer Gesellschaft, sich nicht frei bewegen können, ihre Religion nicht ausüben können. Das heißt, das zentrale Recht, was man sich erkämpfen möchte, ist das Recht, beispielsweise den Gesichtsschleier zu tragen. Und das wird als Emanzipation verstanden. Ja, meine Damen und Herren, jetzt wird's ernst. Wir kommen zu den Referaten. Und auch ein Buch geschrieben hat unsere erste Referentin, Frau Professor Susanne Schröter. Die meisten von Ihnen kennen sie wahrscheinlich. Frau Professor Schröter ist Ethnologin und leitet das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam, das auch Mitveranstalter der heutigen Veranstaltung ist. Das Forschungszentrum Globaler Islam versteht sich als Think Tank, das Dynamiken und andere Entwicklungen in der islamischen Welt wissenschaftlich analysiert und ihre Relevanz für Deutschland herausarbeitet. Und Frau Professor Schröter beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit dem Salafismus und Dschihadismus und darin besonders mit der Radikalisierung von jungen muslimischen Frauen. Sie hat dazu auch in den letzten Monaten viele Interviews gegeben in Zeitungen, im Fernsehen und im Radio. Und sie hat jetzt auch gerade ein Buch herausgegeben, das heißt Gott näher als die Halsschlagader. Das zielt auf einen Koranvers ab. Und dort hat sie auf gut 400 Seiten Forschungsergebnisse zusammengetragen von Gesprächen, Erlebnissen und Eindrücken aus 4 Jahren, die Sie in 15 Moscheegemeinden in Wiesbaden hier erlebt haben. Sie haben diese Moscheegemeinden besucht und haben dann ein repräsentatives Bild vom Leben der frommen Muslime gezeichnet. Sehr lesenswert. Ich weiß nicht, ob es auch heute auf dem Büchertisch zu sehen sein wird, zu finden sein wird. Wir schauen mal, ansonsten kann man es natürlich im Buchhandel erwerben. Und Sie werden uns jetzt einen Überblick geben über die Entwicklung der emanzipatorischen Bewegung in der islamischen Welt. Ich freue mich sehr drauf. So sieht's aus. Ja, vielen herzlichen Dank für die nette Einführung, liebe Frau Thurer, liebe Frau Wolf, lieber Herr Dreiseitel, liebe Frau Dezernentin Scholz, meine Damen und Herren. Ja, ich möchte Ihnen einen kleinen Blick auch in die Geschichte geben mit Konsequenzen für heute. Ein Thema ist muslimische Frauenrechtsbewegung, Islam und der säkulare Staat. Und man hat ja oft das Gefühl, die ganze öffentliche Debatte geht in die Richtung, wir hier im Westen sind super emanzipiert und die muslimische Welt, die steckt irgendwo noch im Mittelalter fest. Und jetzt muss sie erstmal bekehrt werden, damit sie von den Segnungen unserer Zivilisation erfährt. Und ich möchte das ein bisschen mit aufräumen mit dieser Idee, weil auf der einen Seite sollten wir uns vielleicht vergegenwärtigen, dass die Rechte, von denen Herr Beuth ja berichtet hat, mit Recht berichtet hat, dass diese Rechte nun neueren Datums sind. Noch in den 70er Jahren konnten bei uns Ehemänner ohne Einwilligung der Ehefrau deren Arbeitsvertrag kündigen. Ja? Das muss man sich mal überlegen. Und auch in den 70ern erst
hat das letzte europäische Land, nämlich die Schweiz, umfänglich das Frauenwahlrecht gewährt. Also bis dahin haben wir eine ganz andere Rechtssituation für Frauen gehabt, nicht zu reden überhaupt von der ganzen kulturellen Situation, von Vorstellungen davon, was Frauen tun und lassen sollen und wozu Männer alles berechtigt sind. Also das sollte man sich immer vor Augen führen, wenn man vollmundig von der entwickelten westlichen Welt spricht. Aber ich will noch ein Stück weiter zurückgehen und möchte Ihnen mal zeigen, dass im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts Orient und Okzident, um das mal so zu sagen, in dieser Frage genau am gleichen Punkt begonnen haben. Und Anfänge der Frauenbewegung, also für uns einer der großen Meilensteine, ist sicherlich die Französische Revolution. Nicht, dass es vorher sowohl im Orient als auch im Okzident schon emanzipierte Frauen gegeben hat. Die gab es. Es gab auch gebildete Frauen, aber es waren Einzelfälle. Und tatsächlich von einer Bewegung für Rechte von Frauen kann man erst eben sprechen Anfang des 19. Jahrhunderts, also oder im 19. Jahrhundert mit der Französischen Revolution. Olympe de Gouges, eine der wichtigen Revolutionärinnen, ersten Frauenrechtlerin, die hatten Manifest verfasst, die Rechte der Frau und Bürgerin. Und damit ist sie böse angestoßen und Sie sehen auf dem einen Bild eine Guillotine, das war nämlich just auch ihr Ende. Diese Frau hat ihr Engagement auch für die Bürgerinnenrechte mit dem Leben bezahlt. Aber die Idee, dass Frauen Rechte haben sollten, war nicht mehr tot zu bekommen. Und gehen wir mal nach Deutschland, eine der wichtigen Vorkämpferinnen für Frauenrechte, insbesondere für Mädchenbildung, war Hedwig Dohm. Hedwig Dohm hat gesagt, nur Mädchen, die gebildet sind und Frauen, die auch berufstätig sind und ihr eigenes Geld verdienen, können sich aus dem Ehegefängnis befreien und sind in der Lage, eine gleichberechtigte Partnerschaft mit einem Mann einzugehen. Das war im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts Ideen, die heute auch noch verfolgt werden und sich auch bei uns ja noch nicht bis in den letzten Winkel durchgesetzt haben. Ja, zur gleichen Zeit, 19. Jahrhundert, gab es im Iran damals eine hochgebildete Frau, Qurrat al-Ayn. Qurrat al-Ayn war politische Aktivistin, war Vorkämpferin für die Frauenrechte im Iran und hat eine erste spektakuläre öffentliche Rede gehalten, unverschleiert. Ja, das war damals, also den Skandal können Sie sich gar nicht vorstellen, den das ausgelöst hat. Auch Qurrat al-Ayn ist übrigens hingerichtet worden. Also die Frauen, die ersten Frauen, die gekämpft haben für die Rechte der Frauen, haben das mit ihrem Leben bezahlt. Etwas besser ging es einer ägyptischen Frauenrechterin, Huda Sharabi. Huda Sharabi ist im Harem aufgewachsen. Aber, Harem stellen Sie sich jetzt wahrscheinlich vor als lichtloses Gefängnis. In der Oberschicht war das keineswegs so, sondern das waren Gemächer, die selbstverständlich von der Außenwelt abgeschirmt waren. Aber Mädchen hatten dort unter anderem auch Zugang zu Bildung über Hauslehrer und Hauslehrerinnen. Huda Sharabi sprach mehrere Sprachen, war in den damaligen Wissenschaften ausgebildet und war äußerst belesen. Sie ist dann verheiratet worden, hat sich aber schnell absentiert von ihrem Mann, die haben nicht zusammengelebt und sie hat dann das Leben einer politischen Aktivistin geführt. Hat ein Buch geschrieben über ihre Kindheit im Harem übrigens und auch Huda Sharabi hat eine öffentliche Rede gehalten und während dieser Rede den Gesichtsschleier, damals noch üblich in Ägypten, abgezogen. Auch das natürlich ein großer Skandal, aber sie hat später dann in Ägypten etliche Organisationen gegründet, die für die Frauenrechte gekämpft haben. Nicht nur Frauen haben für Frauenrechte gekämpft, auch Männer, das möchte ich auch betonen. Das war in allen Ländern, im Westen wie im Osten so, dass sich auch Männer stark gemacht haben für die Sache der Frauen, weil sie gesagt haben, wie heutige emanzipierte Männer ja auch die Männer haben daran zu gewinnen. Patriarchalische Strukturen beengen ja die Entfaltungsmöglichkeiten von Männern wie auch von Frauen. Taha Haddad aus Tunesien hat 1930 ein Buch geschrieben, das sich ganz dezidiert gegen die Scharia oder das islamische Recht wendet, hat die Mehrehe
die Abschaffung der Mehrehe gefordert, hat sich gegen Verschleierung ausgesprochen und für neue Interpretationen des Korans stark gemacht. Er war seiner Zeit weit voraus und wurde als Heretiker denunziert, hat seinen Job verloren an der Universität und seine Bücher wurden verboten. Ja, in Ägypten war es ein bisschen besser, auch da gab es einen sehr aufgeklärten Mann, Kasim Amin, der hat zwei Bücher geschrieben. Eins, das hat Furore gemacht, weil es ist noch im 19. Jahrhundert erschienen, die Befreiung der Frauen oder die neue Frau nannte er das, in dem er, alle haben eigentlich das gleiche Programm gehabt. Frauen müssen dem Mann gleichgestellt werden, Bildung sollte durchgesetzt werden, Mädchenschulen sollen eröffnet werden, Frauen müssen berufstätig sein und die Mehrehe soll abgeschafft werden, etc. Also Familienrechtsreform auf ganzer Linie. Dazu kam Wahlrecht natürlich, sowohl bei uns als auch im Orient ging es auch um Demokratisierung und das ist vielleicht auch noch eine wichtige Sache. Ja, Indonesien, ich habe selber in Indonesien gelebt und kenne mich da gut aus, von daher muss jetzt ein indonesisches Beispiel auch noch kommen. Rajeng Aden Kartini, erste große Frauenrechtlerin in Indonesien. Sie hat über einen Briefwechsel mit einer holländischen Feministin sich ausgetauscht und hat auch gegen die Mehrehe gekämpft und für Mädchenbildung, ist dann aber leider geendet als vierte Ehefrau eines sehr viel älteren Beamten und bei der Geburt ihres ersten Kindes gestorben. Ja, eine türkische Vorkämpferin für die Frauenrechte, Halide Edip Adibar aus der Türkei, gebildete Frau, politische Aktivistin, Professorin, die auch in der Unabhängigkeitsbewegung eine große Rolle gespielt hat. Ja, es waren nicht nur Einzelfrauen, die gekämpft haben, sondern sowohl im Westen wie auch im Osten haben sich Frauen organisiert. Hier sehen Sie Frauen auf dem ersten großen Frauenrechtskongress in London. Was Ähnliches findet zur gleichen Zeit im Iran statt. Konstitutionelle Revolution, da haben sich Bürger und Bürgerinnen zusammengesetzt, um gegen die Monarchie zu kämpfen und eine erste Verfassung durchzusetzen, übrigens erfolgreich. Und auch da waren Frauen ganz stark daran beteiligt. Und auch in der Türkei, Demonstrationen für Unabhängigkeit und auch da sehen Sie in der Mitte marschieren Frauen mit. Frauen haben für ihre eigenen Rechte gekämpft, aber sie haben auch weitergehende politische Forderungen gehabt, nämlich für Demokratie, gegen autoritäre Regime und in den Ländern des Ostens haben sie auch gegen Kolonialismus gekämpft. Alle Frauenrechtlerinnen waren auch im antikolonialen Kampf beteiligt und waren beteiligt daran, Ordnungen zu entwickeln für die unabhängigen Staaten. Also der Beitrag der Frauen zur Unabhängigkeit kann gar nicht groß genug eingeschätzt werden. Ja, dann sind nach und nach natürlich alle Länder unabhängig geworden. Und was ist dann passiert? Zum Teil sind die Rechte, die Forderungen der Frauen umgesetzt worden, aber nur zum Teil. Es hat große Frustration eingesetzt, weil sich dann doch wieder männliche Politiker durchgesetzt haben mit ihren Ideen und Frauen also nach wie vor für ihre Rechte kämpfen mussten. Jetzt muss ich, glaube ich, mein Handy wieder einschalten, damit ich die Stoppuhr weiter sehen kann. Ah ja, gut. Für Ägypten, eine der Nachfolgerinnen von Huda Sharabis ist Nawal el-Sadawi. Der Name sagt bestimmt vielen etwas. Die Grande Dame des ägyptischen Feminismus, sie lebt immer noch und schaltet sich immer noch ein, ganz massiv zu jedem politischen Thema, zu dem sie was zu sagen hat. Und sie hat insbesondere gegen die Beschneidung von Mädchen ihre Stimme erhoben und ist dafür mit Morddrohung von der islamistischen Rechten eben bedacht worden. Ja, Kartini-Tag Indonesien, was ist mit in Indonesien passiert? Die Kartini, die bei der Geburt ihres ersten Kindes gestorben ist, ist mittlerweile eine Nationalheldin, aber nach der Unabhängigkeit Indonesiens hat das noch nicht gerade dazu geführt, dass man ihr Programm aufgenommen hat, sondern man hat staatlicherseits immer noch festgehalten an der Idee, die Frau ist hauptsächlich als Mutter und Ehefrau zu achten und man hat dennoch alljährlich bis auf den heutigen Tag tut man das, feiert man Kartini in einem Kartini-Tag, unter anderem mit Kochwettbewerben. Ich glaube, da würde sie sich im Grab umdrehen.
In anderen Ländern sind aber durchaus die Forderungen von Frauenrechtlerinnen aufgegriffen worden, unter anderem im Iran, aber auch in der Türkei, auch in Tunesien. Und Frauen sind nach und nach Rechte zugestanden worden, die doch sehr bemerkenswert waren und zum Teil weiter waren als die in europäischen Ländern. Das muss man mal immer betonen. Das Problem war allerdings, dass es sich fast ausnahmslos um autoritäre Herrscher handelte. Das heißt, es gab eine gewisse Distanz zu großen Teilen der Bevölkerung und natürlich auch viel Kritik aufgrund der autoritären Regierungsführung. Und das hat nun dazu geführt, dass bis auf den heutigen Tag zum Teil Emanzipation und Feminismus, Frauenrechte diskreditiert sind als Programm einer Elite, die mit der Bevölkerung nichts zu tun hat. Das nur im Hinterkopf zu behalten, ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen. Wichtig ist zu wissen, dass es bei all diesen Fortschritten auch Gegenbewegungen gab. In Ägypten beispielsweise, wo das ja das Programm der Frauenrechte relativ schnell und massiv und von vielen Akteuren und Akteurinnen durchgesetzt wurde, gab es schon Postwenden eine Gegenbewegung. In Ägypten ist die Muslimbruderschaft 1928 gegründet worden und die Muslimbruderschaft hat ja für das Programm einer Re-Islamisierung des Staates und der Gesellschaft vertreten und die haben gleich von Anfang an auch eine Frauenorganisation gehabt. Leiterin der Frauenorganisation war Zeynep Al-Ghazali. Zeynep Al-Ghazali, die hat das hohe Lied der Frau als Mutter und Ehefrau gesungen und wollte sozusagen den Gegenentwurf zum Emanzipationsdiskurs von Huda Sharabi vorantreiben. Nun hat sie selber allerdings nicht nach ihren eigenen Prinzipien gelebt, sondern sie war zweimal verheiratet, hatte nie Kinder, obwohl Mutterschaft in ihren Schriften als höchste Tugend aufscheint. Und sie war Zeit ihres Lebens politische Aktivistin und eine lange Zeit auch im Gefängnis. Sehen wir übrigens häufiger, dass islamistische Akteurinnen eine Agenda haben, die sie selber nicht vertreten. Ich habe selber mit einigen gesprochen, von denen ich gesagt habe, ja, aber wenn sie jetzt das vertreten, wie kommt denn ihr Leben damit eigentlich in Einklang? Und da hat man dann aber Ausreden gefunden. Die Kinder waren im Internat und so weiter. Und dann war man das los. Ja, ein wichtiges Beispiel und prägend eigentlich für die ganze Debatte Frauen und Islam, aber auch Geschlechterdebatten in der islamischen Welt, ist die Islamische Revolution im Iran. Die hat stattgefunden, weil dort der Schah Reza Pahlavi ein autoritäres, diktatorisches Regime errichtet hatte. Die Frauen hatten zweifellos viele Rechte, aber jegliche Opposition war unterdrückt, es wurde gefoltert und es gab natürlich auch eine starke Gegenbewegung, übrigens sowohl säkular als auch religiös begründet. Und nun ist 78, 79 Folgendes passiert. Diese Opposition hat sich zusammengeschlossen und es ist gelungen, tatsächlich den Schah, der ja vom Westen unterstützt wurde, zu stürzen. Und was ist jetzt passiert? Es ist passiert, dass sich innerhalb eines ganz kurzer Zeit hat die Führung dieser Revolution der religiöse Flügel übernommen. Insbesondere Ayatollah Khomeini sagt Ihnen ja allen sicherlich noch was. Und unter der Führung dieses Mannes hat sich der Iran im Hinblick auf Frauenrechte komplett zurückentwickelt. Der hat alle Rechte, die der Schah erlassen hat, sofort mit einem Federstreich rückgängig gemacht. Das Heiratsalter für Frauen ist innerhalb dieses Jahres von 18 auf 9 Jahre gesenkt worden. 9 Jahre. 9 Jahre deshalb, weil nach dem Vorbild des Propheten Mohammed das ja legitim sei, auch Mädchen zu heiraten, die nicht in der Pubertät sind. Frauen sind aus den Universitäten verbannt worden, aus Berufen. Das im Familienrecht wurde die absolute Dominanz der Männer wieder reinstalliert und die Frauen sind unter den Chador gekommen. Und bis auf den heutigen Tag kontrolliert weibliche Scharia-Polizei in den Straßen von Teheran, ob die Frauen ordnungsgemäß bekleidet sind. Jetzt will ich Ihnen mal die zwei Extreme zeigen. Der Iran war ja genau wie
Afghanistan wie Ägypten, ja, Kairo, Kabul, Teheran, da haben sie in den 60er, 70er Jahren Frauen selbstverständlich im Mini, in Jeans mit offenen Haaren gefunden, genauso wie bei uns, da gab es gar keinen Unterschied. Und dann ist wirklich innerhalb eines Jahres diese Bekleidungsordnung durchgesetzt worden. Und sie gilt ja trotz aller Reformbewegungen immer noch. Ja, interessanterweise war das Vorbild der iranischen Revolution mobilisierend für viele muslimische Akteure, die gesagt haben, ja, was der Iran geschafft hat, jetzt den Islam wieder auf die politische Agenda zu setzen, das sollten wir auch machen. Parole war, der Islam ist die Lösung. Und es hat weltweit etwas stattgefunden, was man vielleicht Revitalisierung des fundamentalistischen Islam nennt. Ausgehend von Studenten und jungen Universitätsabsolventen der Universitäten, vor allen Dingen in Saudi-Arabien, aber auch in der Al-Azhar. Und heute haben wir eine Situation, in der in vielen islamischen Ländern starke islamistische Bewegungen sind, unter anderem starke Frauenbewegungen, die für islamisches Recht eintreten. Und hier gibt es eine Demonstration in Indonesien, da gab es eine lange Debatte, ob ein sogenanntes Antipornografiegesetz eingeführt wird. Antipornografiegesetz klingt jetzt irgendwie ganz cool, aber das meinte, dass jegliche Art der Bekleidung verboten werden solle, bei Frauen wohlgemerkt nur, die in der Lage sei, das Begehren eines Mannes zu erwecken. Das heißt T-Shirts bei Mädchen, das heißt Bikini beim Baden und so weiter. Da gab es natürlich Gegenbewegungen, aber ich muss ganz klar sagen, die Gegenbewegung, das waren Demonstrationen von mehreren hundert Frauen und die Pro-Bewegung, das waren Hunderttausende. Natürlich ist das Gesetz durchgegangen. Es wird nicht überall in vollem Umfang angewendet, aber es kann angewendet werden. Und das ist vielleicht auch wichtig, wenn man immer sagt, ja, wer dreht dann an der Schraube? Es sind nämlich nicht nur die Männer, sondern es sind vielfach auch die Frauen, die für die Abschaffung der Frauenrechte werben. Hier haben wir genau das Gleiche. Nach dem arabischen Frühling, Sieg des arabischen Frühlings in Tunesien, hatte damals die Ennahda-Partei, eine islamistische Partei, die Mehrheit aller Stimmen gewonnen. Und die erste Debatte, die anfing, war, die Verfassung zu ändern. In der tunesischen Verfassung steht nämlich drin, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Und das sollte geändert werden durch den Satz, Frauen und Männer sind komplementär. Ja? Die einen sind dafür zuständig, die anderen sind dafür zuständig. Das ist in Tunesien glücklicherweise nicht durchgesetzt worden, weil es eine so starke Frauenbewegung gibt, erprobte Frauenbewegung, die aktiv auf der Straße mobilisiert hat und dann auch die Ennahda letztendlich einlenken musste. Ja, Deutschland, Frau Thura hat das schon ein bisschen angesprochen, wir haben auch in Deutschland eine islamistische Bewegung, die auch von Frauen ausgeht. Frauen, die sagen, mein wesentliches Recht ist das Recht, nicht nur das Kopftuch zu tragen, sondern den Niqab zu tragen. Ich war gestern auf einer Diskussion zum gleichen Thema Frauen und Islam in der Fachhochschule in Frankfurt. Da wurde dann aus dem Publikum lauthals gefordert bzw. angeklagt, warum wir keine Niqab-Trägerinnen auf dem Podium hätten. Also von daher, nicht jede Frau versteht unter Emanzipation das Gleiche. Das möchte ich einfach mal betonen. Und einige verstehen darunter, dass sie sich islamischem Recht beugen können. Und ihre zentrale Opposition richtet sich eben gegen die nicht-muslimische Gesellschaft und auch gegen säkulare und moderate Muslime, das muss man eben auch sagen. Da gibt es eine ganz klare Positionierung im radikalen Milieu und es gibt demonstrative Aktivitäten, insbesondere mit der Ganzkörperverschleierung, mit dem Niqab. Das sehen Sie hier, das sind Posts im Internet, wo man sagt, und das war cool, da haben wir uns zusammengeschlossen und haben es allen mal gezeigt. Ja, begründet wird das Ganze mit göttlichen Geboten und da sehen Sie das ganz schön. Die eine Frau, die kommt ins Höllenfeuer und die andere, die kommt in den Paradiesgarten, weil sie sich ordentlich angezogen hat. Ja, noch ein Bild zu weiblichem Heroismus. Es gibt eine unglaubliche Stilisierung, also Dschihadismus ist ja Popkultur mittlerweile und zwar auch für Frauen. Es gibt im Bereich von Musik, im Bereich der Symbolik, im Bereich der Bildhaftigkeit gibt es unglaublich vieles, was tatsächlich gut konsumierbar ist, auch für Jugendliche.
ja, sexuelle Gewalt. Diejenigen, die sich für Frauenrechte einsetzen, die sich überhaupt für Rechte einsetzen, sind immer noch bedroht von sexueller Gewalt. Thema ist ja auch bei uns ein wichtiges. Jetzt war im Darmstadt auf dem Schlossgrabenfest waren wieder etliche Fälle von sexueller Gewalt, von Gruppengewalt. Und das haben wir natürlich in vielen muslimischen Ländern auch. Frauen, die sich herausnehmen, in der Öffentlichkeit präsent zu sein, sind bedroht von sexueller Gewalt, zum Teil auch von Gewalt des Staates. Das ist ein Bild aus dem arabischen Frühling, Kairo-Tahrir-Platz, wo Polizei und Militär extrem brutal gegen Demonstrantinnen vorgegangen sind und sie vor allem auch sexuell genötigt haben, mit unter anderem den sogenannten Jungfrauentest, also skandalös. Ja, Verteidigung und Einforderung von säkularen Rechten geschieht überall. Musliminnen stemmen sich entgegen, gegen Islamisierung und gegen den Backlash, der sie ihrer Rechte beraubt, zum Teil mit sehr drastischen Methoden. Amina Shbu, sehen Sie da eine tunesische Aktivistin, die auch in der Gruppe Femen eine Zeit lang aktiv war. Die hat ihre Parolen auf den nackten Körper geschrieben und das dann im Internet veröffentlicht. Da musste sie Tunesien postwendend bei über Nacht verlassen. Das können Sie sich vorstellen, weil da versteht man dann da doch keinen Spaß. Aber in vielen Ländern, insbesondere Tunesien ist hervorzuheben, aber auch in der Türkei sind natürlich Frauenaktivistinnen bemüht zu verhindern, dass das Rad der Geschichte zurückgedreht wird. Und sie haben teilweise Erfolg, teilweise aber auch nicht Erfolg. Im Iran gab es vor einigen Jahren die Grüne Bewegung, eine Demokratiebewegung, die am erbitterten militärischen und paramilitärischen Widerstand des Regimes gescheitert ist. Und auch da waren Frauen extrem aktiv als Aktivistin auf der Straße und als Wortführerin. Und auch dort hat man versucht, mit Hilfe von sexueller Gewalt der Bewegung das Rückgrat zu brechen, was ja auch gelungen ist. Ja, es gibt zwei Pole im Moment. Es gibt auf der einen Seite Kampf um Frauenrechte, immer wieder die gleichen Sachen, die noch nicht durchgesetzt worden sind, natürlich auch bei uns noch nicht umfänglich durchgesetzt worden sind. Und da bezieht man sich auf die internationalen Menschenrechte, auf die Frauenrechtsagenda der UN, verbindliche Plattform, so wie ich finde, für alle Menschen, weil sie nicht differenziert. Ist jemand religiös, ist jemand nicht religiös, kommt jemand aus dieser Ecke der Welt oder einer anderen. Aber es gibt noch eine andere interessante Geschichte, die ich Ihnen vorstellen möchte. Ich nenne die mal islamischer Feminismus, die wird gelabelt als alles Mögliche, nicht nur als islamischer Feminismus. Aber das ist der Versuch eines dritten Weges von religiösen Feministinnen, religiösen muslimischen Feministinnen, die sagen, wir müssen das doch irgendwie schaffen, den Koran und die Menschenrechte miteinander in Einklang zu bringen. Und Pionierin war diese Gruppe, die nennen sich Sisters in Islam, eine malaysische Gruppe. Und die Frau, die Sie da sehen, Saina Anwar, die hat mal beschrieben, warum sie sich gegründet haben. Die hat gesagt, diese Islamisierung, die stattfindet, Malaysias, was ja ein erklärter islamischer Staat ist mittlerweile, die ist ihr unerträglich. Sie hört ständig, dass die Hölle voll ist mit ungehorsamen Frauen und dass Frauen weniger Rechte haben sollen, dass Männer das Recht haben, ihre Frauen zu schlagen. Und sie könnte sich nicht vorstellen, dass Gott das wirklich gewollt habe, wenn Gott gerecht sei. Und sie hat dann zusammen mit anderen eine Gruppe gegründet, in der sie den Koran selbst gelesen haben, und sie sind begleitet worden durch Amina Wadud. Amina Wadud ist eine US-amerikanische Bürgerrechtlerin und Muslima, die ist Doktorin der islamischen Theologie und hat in der Zeit gerade an der malaysischen islamischen Universität einen Lehrauftrag gehabt, und die haben sich sozusagen zusammengeschlossen und haben neue Interpretationen, feministische Interpretationen des Koran vorgenommen, haben da Publikationen zu verfasst, haben das ins Netz gestellt und sind eine sehr erfolgreiche Gruppe geworden. Und aus dieser Gruppe ist jetzt mittlerweile ein internationales Netzwerk entstanden. Musawa nennt sich das. Und da geht es um Geschlechtergerechtigkeit, vor allem in Familien. Die adressieren das Familienrecht und versuchen, Familienrechtsreformen in allen islamischen Ländern durchzusetzen und sind überall mittlerweile aktiv. Und ich habe einmal
teilgenommen an so einem Trainingsprogramm für Frauen. Das war in Aceh, das ist die Provinz in Indonesien, in der umfänglich islamisches Straf- und Familienrecht herrscht, in dem öffentlich ausgepeitscht wird und auch eine Scharia-Polizei kontrolliert, ob die Frauen gut verschleiert sind und ob auch nicht Jungen und Mädchen, wenn sie unverheiratet sind, zusammen auf dem Motorroller durch die Gegend fahren, die werden damit nicht verhaftet. Ich habe teilgenommen an so einem Training, eine Gruppe von Frauen, aber auch Männer, auch die Vertreter der Scharia-Polizei waren da und die wurden jetzt aufgeklärt darüber, welche Rechte Frauen haben. Und es war ganz witzig eigentlich, weil ich erinnere mich noch, wie ein Vertreter der Polizei fragte, ja, aber wenn der Ehemann jetzt abends nicht sein gekochtes Essen vorfindet, dann darf er ihn doch schlagen, oder? Und dann wurde ihm quasi mit dem Verweis auf den Koran, das Leben des Propheten und wie man das alles so macht, erklärt, dass es unislamisch sei. Also das ist ein interessanter Versuch meiner Meinung nach, aber man muss sagen, auch diese Frauen stoßen natürlich nicht auf die Akzeptanz von ultraorthodoxen und salafistischen Hardlinern. Letztendlich haben säkulare Frauenrechtsaktivistinnen und Aktivisten und religiöse Frauenrechtsaktivisten und Aktivistinnen das gleiche Problem, dass ihre Art der Lebensweise, dass die Vorstellung, dass Frauen Rechte haben sollen, von Hardlinern als unislamisch abgelehnt wird. Und dass man natürlich auch den religiösen Frauen, das ist das gleiche Schicksal, was sie mit den humanistischen und liberalen Muslimen teilen übrigens, dass ihnen nicht zugestanden wird, dass sie den Koran und die islamischen Überlieferungen einer emanzipativen und demokratischen Weise interpretieren. Da geht es um Deutungshoheit. Und das ist auch etwas, was wir in Deutschland natürlich beobachten, dass auch da diese Auseinandersetzungen sehr virulent sind zwischen den Musliminnen und Muslimen, die gerade versuchen, tatsächlich auch einen demokratischen, emanzipativen, geschlechtergerechten Islam weiterzuentwickeln, auch an unseren Hochschulen, an dem neuen Zentrum für islamische Theologie, und dass die aber natürlich auf den Widerstand derjenigen stoßen, die alles andere wollen als Veränderung, ja, die schon der Meinung sind, dass Männer doch von Gott das Recht auf Dominanz für die Frauen zugesprochen haben. Ich glaube, da ist die ganze Gesellschaft gefragt, sich in dieser Debatte auch zu positionieren und denjenigen den Rücken zu stärken, die eben im Sinne von Gleichberechtigung und Demokratie agieren. Vielen herzlichen Dank. Ein, zwei Fragen, dann möchte ich das Publikum öffnen. Kurze Nachfrage, Sie haben gesagt, es gab da eine Frau innerhalb der Muslimbrüder, eine Frauengruppe. Nehmen Sie sich dann auch Muslimschwester? Ja. Okay. Dann haben Sie gesagt, es sind Frauen für die Abschaffung der Frauenrechte in der arabisch-islamischen Welt da. Warum machen die das? Sind die masochistisch veranlagt? Das ist eine gute Frage. Eigentlich kann man das kaum verstehen, weil es sie ja auch selbst betrifft. Aber wie gesagt, zum Teil gibt es da so eine Doppelmoral, die man auch bei Al-Ghazali sieht, auch bei anderen, die Dinge fordern, die sie selber gar nicht umsetzen möchten. Habe ich relativ häufig erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass gefordert wird, dass Frauen doch zu Hause bleiben, sich um den Ehemann sorgen, Kinder aufziehen, möglichst viele Kinder. Und dann diese Frauen vielleicht gar kein Kind, ein Kind, zwei Kinder haben, aber die ganze Zeit durch die Weltgeschichte reisen und dann sagen, ja, irgendjemand Hausangestellte oder islamisches Internat oder wer da gerade Erziehungsaufgaben übernimmt, aber nicht die Frau. Und das sind sie sozusagen rausnehmen aus der eigenen Agenda. Aber es geht natürlich auch weiter und da gibt es unterschiedliche Gründe. Einer der Gründe ist der, dass die Versprechen der Moderne, des Westens, dass alles besser wird, sich gar nicht erfüllt haben, sondern in vielen Ländern sehen wir, dass tatsächlich eine Elite, eine abgehobene Oberschicht regiert, die Ressourcen sich aneignet und große Teile der Bevölkerung überhaupt keinen Zugang zu Ressourcen haben, zu Ökonomie, zu Geld, zu Bildung etc. Das heißt, für diese Leute spielt die Emanzipation überhaupt keine Rolle. Für die Leute spielt es ganz elementare Dinge,
wie Essen, Strom, sowas spielt da eine Rolle. Und da haben islamische oder islamistische Organisationen, insbesondere die Muslimbrüder, aber auch die Salafisten, eine gute Sozialarbeit gemacht. Also muss man ganz eindeutig sagen, dort, wo der Staat versagt hat, sind islamistische Akteure eingesprungen und haben all das angeboten, was gefehlt hat. Und haben natürlich ihre Ideologie damit verbunden. Und das ist dann sehr wirksam. Wenn Emanzipation ein Projekt der Oberschicht ist und assoziiert wird mit großen Autos und Villen mit Pool, solchen Dingen, die sich kaum jemand leisten kann, dann ist das kein Programm, das überzeugend ist für die Masse der Bevölkerung. Da fehlt es tatsächlich an sozialer Fundierung. Und zusätzlich natürlich noch, wenn es auch noch mit autoritären und menschenrechtsverachtenden Regimen verbunden wird, dann diskreditiert das Programm umso mehr. Ich war mit einer ägyptischen Wissenschaftlerin unterhalten, die gesagt hat, es ist so schwer im Moment, also jetzt, das war noch unter, als Morsi von der Muslimbrüdern dran war, es ist so schwer, tatsächlich für Frauenrechte zu werben, weil das alles komplett diskreditiert wird und nur noch mit der alten Elite in Verbindung gebracht wird. Also ich glaube, da gibt es einfach vieles, was korrigiert werden muss, aber fällt mir immer der alte Brecht ein, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Es gibt viele Bedürfnisse, die Menschen haben, und Emanzipation ist nicht immer das Erste. Wenn man Hunger hat, wenn man keinen Zugang zur Gesundheit hat, dann interessiert es eigentlich, ob Frauen jetzt Universitätsprofessorinnen werden können. Dann schließt euch mal eine nächste Frage an. Hier in Deutschland haben wir zum Glück einen Wohlstand, Menschen geht es gut. Also das, was Sie jetzt sagen würden, auch die jungen Frauen, die sich hier radikalisieren, nicht zutreffen. Andersrum gefragt, wenn diese jungen Frauen, die Rechte, die wir bieten, nicht wahrnehmen und sagen, wir unterwerfen uns dem Diktat einer Religion oder einer bestimmten Auslegung, haben wir da als Gesellschaft etwas falsch gemacht? Naja, das weiß ich nicht, ob wir wirklich was falsch gemacht haben. Vielleicht müssen wir unsere Bemühungen verstärken. Das gewiss. Aber ich will es mal so sagen, wir leben in einer Moderne, die enorm kompliziert ist. Ja? Die große Herausforderung bedeutet für alle, ja? Für jeden Einzelnen von uns, das wissen die alle sicherlich selbst, wie soll man die tägliche Informationsflut verarbeiten. Man kann so viele Entscheidungen treffen im Leben und so viele Fehler machen. Das ist insbesondere für Jugendliche auch ein Problem, sich zu überlegen, in welche Richtung soll mein Leben denn gehen, was kann ich denn, was darf ich denn, wo scheitere ich, wo habe ich vielleicht Erfolg, also unglaubliche Komplexität und manch eine neigt dann vielleicht dazu, es lieber einfacher haben zu wollen und sich nach Strukturen zu sehnen, die überschaubar sind, klaren Regelwerken, vermeintlich idealen Gesellschaftsordnung, die es irgendwann mal gab oder die man haben möchte. Das ist ja in allen extremistischen Bewegungen letztendlich einer der Kerne, ist, dass die Welt klar gegliedert ist. Es gibt die Guten, es gibt die Bösen, Grauzonen fehlen. Und man kann entweder auf dem rechten Weg sein oder man ist auf dem falschen Weg. Also geht man den rechten und alles ist gut. Und in einer religiösen Agenda und auch einer islamistischen Agenda bedeutet das dann zwangsläufig, irgendwann landet man im Paradies und dann hat man sowieso keine Sorgen mehr. Die Erde ist ja ein Übergangsstadium und wenn ich alles richtig mache oder mal einen Gesprächspartner zitieren, wenn wir die Befehle Gottes befolgen, dann werden wir im Paradies die Gewinner sein. Diese Idee treibt natürlich viele um, die von dem alltäglichen Leben, das hier gelebt werden kann, das kompliziert ist, das auch nicht immer gerecht ist, überfordert sind. Und da muss man natürlich auf der einen Seite sagen, man kann nicht jedem die Komplexität des Lebens abnehmen. Man muss vielleicht auch einfach sagen, das Leben ist kein Ponyhof. Und man muss auch eine belastbare Identität entwickeln, damit man damit zurechtkommt. Aber dabei, das zu entwickeln, glaube ich, müssten wir Hilfestellung leisten. Und meiner Meinung nach müsste einer der Orte, wo diese Auseinandersetzung läuft und man Hilfestellung anbietet, müsste die Schule sein. Schule erreicht alle Menschen irgendwann mal, Kinder und Jugendlichen. Und ich weiß, dass die Schulen im Moment zu schlecht darauf vorbereitet sind, dass zu wenig Ressourcen da sind.
Aber ich denke, das müsste eigentlich ein Programm sein, das man weiter verfolgt, dass tatsächlich diese Art von Bildung und Einübung der Spielregeln einer globalen Gesellschaft, einer pluralistischen Gesellschaft, in der Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religionen, Lebensstile friedlich miteinander auskommen wollen, erlernt werden. Und das muss man erlernen. Ja, Toleranz ist nichts, was einem in die Wiege gelegt wird, keine Menschen, sondern es ist ein schmerzhafter Prozess zu erkennen, dass der andere neben mir, der so anders ist, genauso viel wert ist wie ich. Und dazu, das wirklich zu verstehen und zu praktizieren, gehört auf der einen Seite Wissen. Ich kann nichts verstehen, von dem ich nicht weiß, was es ist. Und auf der anderen Seite müsste natürlich auch mit pädagogischen Methoden eingeübt werden. Wie geht denn das eigentlich, den anderen zu akzeptieren? Was muss ich denn eigentlich alles akzeptieren? Oder was will ich gar nicht akzeptieren? Und da sind wir, glaube ich, auch wieder alle als Gesellschaft gefordert. Machen wir ja auch gerne, dass wir unsere eigenen Maßstäbe absolut setzen und den anderen erstmal komisch angucken, der was anderes will. Glaube, da müssen wir drüber nachdenken, wenngleich, muss ich natürlich auch noch betonen, ich der Meinung bin, dass bestimmte Dinge gar nicht verhandelbar sind. Also will mich jetzt nicht, also aus Interesse kann ich mich natürlich mal mit jemandem unterhalten, die oder der sagt, Frauen müssen jetzt eigentlich gar nicht Rechte haben, weil das reicht, wenn sie als Mütter respektiert sind. Das kann ich ja mal interessant finden im Gespräch, aber es ist nicht eigentlich eine Position, die ich in den Verhandlungstopf werfen möchte. Ich würde jetzt noch weiter mit Ihnen reden, wie wir das schon öfters getan haben. Ich möchte jetzt auch das Publikum öffnen. Wir haben jetzt so ungefähr, ich sag mal, bis kurz nach 12 haben wir Zeit. Danach machen wir eine Pause. Wir haben zwei Mikrofone hier rechts und links. Und ja, ich erwarte Ihre Fragen. Keine Fragen? Alle wollen zum Mittagessen. Spricht für Ihren Vorteil, die Frau Kollegin. Jana Topcu, Journalistin. Ja, vielen Dank, liebe Susanne, für deinen Vortrag. Ich möchte auf das kurz eingehen, was du zu Beginn gesagt hast. Ich habe das so ein bisschen auch als kleine Replik auf die Ansprache des Ministers Beuth verstanden. Der Hinweis, dass das hier ja auch noch nicht so lange her ist mit den Rechten der Frauen, die übrigens auch die Frauen sich erkämpft haben, das ist ihnen ja auch nicht geschenkt worden. Und ich glaube, so in den Debatten, die ich mitkriege, ist es auch ein Ansatz, was eigentlich auch die Auseinandersetzung befeuert, dieses von oben herab der westlichen weißen Männer vor allen Dingen auch oder überhaupt der westlichen Gesellschaft, dieses herablassende Überlegenheitsgestus auf muslimische Gesellschaften oder muslimische Communities. Jetzt haben wir ja darüber auch ein bisschen gehört, wie man Toleranz und dies und jenes uns nochmal ein bisschen näher bringt und erlernt. Wie bringen wir denn aber diese Haltung bestimmten Menschen auch, wie bringen wir sie dazu, diese Haltung abzulegen? Also auch das ist ja auch wichtig, wenn wir diese Clashes nicht haben wollen, dass wir als Demokraten nicht mit diesem Gestus der Überlegenheit auf Gesellschaften gucken, die vielleicht noch nicht so weit sind oder einfach anders sind. Also ich denke, in unserer eigenen Gesellschaft, da gibt es ja so ein paar pädagogische Spielchen, die man anwenden kann, die mir auch ganz gut erscheinen, die ansetzen tatsächlich auch an Bedürfnissen von Menschen, Bedürfnisse nach Anerkennung, danach gesehen zu werden, und so weiter. Das, glaube ich, sind ganz gute Sachen. Wir sind aber in einer schwierigen Situation, gebe ich jetzt gerne mal zu. Wir haben ja nicht nur das Problem von islamischem Fundamentalismus, der übrigens auch weiter Raum greift. Der Kollege Ahmed Mansur spricht ja von der Generation Allah mittlerweile und der hat einen recht guten Einblick aufgrund seiner Erfahrung im Präventionsbereich. Sondern wir haben natürlich auch den Rechtspopulismus, wir haben Pegida, wir haben die AfD, wir haben eine Polarisierung, eine übrigens mit fast ähnlichen Werten zum Teil versehene Bewegung auf der Rechten. Auch da geht es darum, die Rechte der Frauen zurückzuschrauben, viele Kinder zu produzieren. Und was wollen sie machen? Die Abtreibung verbieten.
und Ähnliches mehr. Also interessant als Wissenschaftlerin finde ich natürlich immer, wie sich Extreme, die sich eigentlich bekämpfen, wie die sich doch in vielen Punkten wieder ähneln. In anderen natürlich nicht. Also der Nationalismus, der jetzt in Deutschland, aber auch in ganz Europa unheilvollerweise um sich greift, auch das ist natürlich ein Programm der Intoleranz, der politischen Intoleranz. Und da haben wir, glaube ich, viel zu tun. Da müssen wir uns, glaube ich, richtig warm anziehen, damit wir die Auseinandersetzungen der nächsten Jahre gut über die Bühne kriegen, bis das Schiff mal wieder hoffentlich, inshallah, in ruhigere Gewässer kommt. Deine Worte, Frau Professor Omelka. Ja, vielen herzlichen Dank. Hören Sie mich? Ja. Ja, gut. Vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Ich würde mich gerne oder würde gerne anknüpfen an das, was Jonathan Topciu vorhin gesagt hat und das vielleicht ein bisschen ausweiten, auch im Sinne eines Kommentars. Für unseren deutschen Kontext mag das vielleicht nicht so wichtig sein, aufgrund der Tatsache, dass Deutschland nicht besonders viele Kolonialerfahrungen mit der muslimischen Bevölkerung gehabt hat, aber sobald man sich ein wenig nach außen hin bewegt und beispielsweise in englischsprachige Kontexte kommt und da halt eben auch unterwegs ist und sich da mit muslimischen Frauenrechtlerinnen unterhält und halt eben schaut, wie sie die Erfahrung des säkularen Feminismus unter anderem bewerten, dann wird einem klar, dass teilweise eine, sagen wir mal, die widersprüchliche, vielleicht auch eine Konflikthaltung durchaus auch darin begründet liegt, dass man sich nicht bevormunden lassen möchte, wie es in der Vergangenheit allzu oft der Fall gewesen ist. Ähnliches gilt für demokratische Diskurse. Wenn man sich überlegt, auf welche Art und Weise hauptsächlich demokratische Diskurse, Vorstellungen von Demokratie in die islamische Welt gekommen sind, dann kann man vielleicht versuchen zumindest nachzuvollziehen, warum es da Versuche gibt, islamische Gegenentwürfe, auch demokratische Gegenentwürfe zu formulieren. Die Demokratie kam nämlich in Gestalt von Eroberung. So. Und was mir interessant scheint und vor allem also was ganz, ganz wichtig ist, ist der Sprung, der jetzt geschafft werden muss, also im 21. Jahrhundert, dass man das auf der einen Seite reflektiert, aber auf der anderen Seite dann trotzdem sagt, gut, wir haben jetzt aber eine Phase erreicht, in der halt Menschenrechte einen universalen Geltungsanspruch haben, jenseits von diesen historischen Gedächtnissen vielleicht oder Kollektivgedächtnissen. Und ich finde es halt, das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, genau diesen Sprung zu schaffen. Und es würde mich interessieren, wie Sie das sehen. Ja, vielen Dank, Frau Omelka, für den Einwand. Ich stimme Ihnen absolut zu. Die Demokratie wurde mit Eroberermentalität durchgesetzt. Es gibt die unbearbeitete Seite des Kolonialismus. Franzosen und die Briten haben da noch deutlich viel aufzuarbeiten. Das fliegt ihnen gerade absolut um die Ohren, ja. Und wir haben auch das Problem der Glaubwürdigkeit des Westens. Also, es wird mit zweierlei Maß gemessen. Die Außenpolitik ist von Doppelmoral durchtränkt, ja. Wir sagen auf der einen Seite, Salafismus und Dschihadismus sind Staatsfeinde Nummer eins, aber Saudi-Arabien ist unser Partner am Golf. Ja, genau das gleiche System, genau das gleiche Rechtssystem wie in Raqqa, wie im Islamischen Staat. Da wird allfreitäglich amputiert und gekreuzigt. Das muss man erstmal jemandem erklären, warum man das eine macht und das andere nicht. Andere Dinge, ja, eine Ursache der Misere ist der Irak-Feldzug von Herrn Bush. Damals, wie Sie sich vielleicht erinnern, angeführt, weil man verkündet hat, der Irak würde Giftgas produzieren. Nachher hat sich herausgestellt, stimmte alles gar nicht, wusste man auch, dass es nicht stimmt. Da ging es um geopolitische Entscheidungen. In diesem Krieg sind Hunderttausende von Menschen gestorben. Da hat kein Hahn nachgekräht. Ja? Und auch das muss man erstmal jemanden erklären, einem Moslem, einem Araber, warum da kein Hahn nachkräht, warum aber auf der anderen Seite bei vergleichsweise wenigen Toten von terroristischen Anschlägen in einer ganz anderen Weise reagiert wird. Und ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen an die eigene Nase fassen und müssen auch Verhältnisse deutlicher kritisieren, die Menschenrechtsverletzungen sind, die von unseren Regierungen immer totgeschwiegen oder
ja, sogar mitgetragen werden. Also da wäre ein bisschen mehr Aufrichtigkeit in der Politik vielleicht ganz gut. Ich will nicht sagen, dass Diplomatie immer glatt läuft. Ja, ich bin ja nicht naiv und glaube, dass man jetzt nur mit den wahrhaft Guten am Tisch sitzen kann. Erstens müsste man sich dann fragen, ob man selbst dazu gehört, und zum Zweiten, wer sind Sie denn eigentlich? Nachher ein kleiner Tisch werden. Aber auf der anderen Seite sollte man vielleicht nicht immer so tun, als ob man, ob das alles widerspruchsfrei wäre, weil die ganze salafistische Propaganda setzt natürlich genau an diesen Missständen an. Und ich habe mir das angeschaut, wie wird eigentlich argumentiert? Es wird sehr stark argumentiert mit dem Gerechtigkeitsdefizit. Es wird gesagt, die Muslime sind die Opfer der Welt, die werden überall geschlachtet, keinen interessiert's. Und jetzt sind wir, junge Helden, aufgefordert, endlich mal einzugreifen und die Ehre der Muslime zu retten und auch das Unrecht tatsächlich zu beenden. Das ist eine Argumentation, die greift bei jungen Leuten, denen es auch um Gerechtigkeit geht. Ich will nicht sagen, dass jeder Dschihadist von Gerechtigkeit getrieben wird, ganz bestimmt nicht. Viele werden auch von Spielsport und Spannung getrieben und glauben, dass sie da die Bedingungen des Computerspiels in echt vorfinden. Aber es gibt auch welche, und für die will ich jetzt mal sprechen, denen geht es auch noch um was anderes. Die sehen durchaus, dass, als, dass Muslime weltweit natürlich auch oft auf der Seite der Benachteiligten sind, und sie sehen auch, dass der Westen nicht immer dort eingreift, wo das größte Unrecht geschieht, sondern wo es strategisch am besten ist. Und all diese Dinge müssen wir besprechen, ja, ohne dass ich dafür jetzt wirklich Lösungen weiß. Das ist zu viel zu kompliziert, als dass man die jetzt am grünen Tisch herbeizaubern könnte. Aber da gibt es ein echtes Problem, das ist richtig. Und dieser Gerechtigkeitsdrang treibt diese jungen Menschen dann in den Nahen Osten und dazu dann Menschen umzubringen, die sie vorher nie gesehen haben und die ihnen nichts getan haben. Ja gut, das ist definitiv dann der Umschlag, wo ich natürlich sage, das funktioniert dann nicht mehr. Aber die Propaganda, die Zustimmung dazu geschieht doch durchaus auch mit dem Gerechtigkeitsargument. Dass jemand, der dann dort Leute massakriert, das jetzt nicht mehr macht, weil er gerecht sein will, sondern weil er Sadist ist oder weil er irgendetwas anderes machen möchte, das ist völlig klar. Deshalb sage ich auch, es treibt nicht jeden tatsächlich die Gerechtigkeitsfrage um, viele treibt auch anderes um, aber wir müssen zumindest das ernst nehmen, und wenn wir einer salafistisch-dschihadistischen Propaganda etwas entgegensetzen wollen, dann können wir nicht einfach sagen, der Westen ist demokratisch und hat immer recht, sondern da gehört auch ein differenziertes, ein selbstkritisches Bild der eigenen Politik dazu. Wie gesagt, ohne dass man sofort sagen kann, das ändern wir jetzt sofort. Das ist ja so einfach gar nicht möglich. Und Politik ist eine komplizierte Geschichte, Außenpolitik noch schwieriger als Innenpolitik. Aber wir müssen uns doch damit auseinandersetzen. Eine Wortmeldung, Frau Öztürk. Ja, ja, herzlichen Dank, Frau Schröter, für Ihre Ausführungen. Ich hatte eben gerade ein bisschen gezuckt, als wir auch von Canan Top schon von Ameroamerika die immer bekannten Analysen haben, dass eben viele muslimische Gesellschaften vom Westen sich auf der einen Seite bevormundet fühlen und deswegen diese Bewegungen heutzutage sehr radikal in den islamistischen Fundamentalismus ausgeartet, als Argument dafür oder als Erklärung genommen wird. Ich kriege aber ein bisschen Zucken dabei, weil im Endeffekt merken wir, dass die islamistische Antwort oder die Antwort der radikal-religiösen eine ebenso bevormundende und sehr brutale und sehr menschenverachtende Antwort ist. Und von daher ist es mir wichtig, dass wir, wenn wir uns in dem Diskurs damit auseinandersetzen, gerne die Argumentation nehmen, um sie zu verstehen. Aber wir müssen, glaube ich, auch zum Punkt Schule, wenn wir Demokratieerziehung oder wenn wir Menschenrechte universell betrachten und in den Schulen hier in Deutschland es vermitteln wollen, dann müssen wir uns mit der Geschichte auch in den arabisch-islamischen Ländern in dem Sinne kritisch auseinandersetzen, dass wir Punkte herausarbeiten, wo dort Menschen unterdrückt worden sind, wo dort Menschen aufgrund ihrer Ideologie oder ihrer Orientierung misshandelt worden sind. Ich glaube, nur dann, wenn wir auch die Verantwortung den Muslimen zurückgeben, dass für manches, was in ihren Ländern und in ihrer Gesellschaft passiert ist, sie auch mitverantwortlich sind, dann verstehen wir vielleicht den Austausch oder die kritische Auseinandersetzung vieler Minderheiten aus den jeweiligen islamischen Ländern, die ja heute aufschreien und sagen,
das reicht nicht mehr mit der Arroganz des Westens zu argumentieren, weil hier werden, Jesidinnen ist ein Beispiel, Christinnen sind Beispiele, hier werden Frauen aufgrund ihrer Identität umgebracht und massakriert, und das kann im Namen des Islams auf keinen Fall geschehen. Und von daher wäre für mich jetzt wichtig zu wissen, Sie in der Wissenschaft finden ja vieles im Vorfeld heraus. Wie sieht die interdisziplinäre Forschung beispielsweise an der Universität Goethe aus, an der Goethe-Universität aus, was zum Beispiel die Erstellung der Lehrmaterialien, der Schulmaterialien oder auch beispielsweise Lehrerinnen und Lehrerausbildung in Deutschland betrifft? Haben Sie die Möglichkeit, Ihre Forschungserkenntnisse im Rahmen einer interdisziplinären Arbeit ganz schnell im Nachbarhaus bei der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland unterzubringen? Oder ist es eher noch eine Situation, dass das nicht interdisziplinär passiert, sondern Sie in der Forschung lange Dinge voraussagen, bis sie aber in der Politik oder in der Lehrerausbildung umgesetzt werden, um im Schulalltag anzukommen? Ist das quasi noch eine Zukunftsmusik? Das würde mich interessieren, weil wir über viele Dinge schon viel reden. Die Frage ist, wo ist der Ort, wo wir das auch mit den Schülerinnen und Schülern präventiv diskutieren können. Schule ist es, bin ich bei Ihnen, wenn man mit Lehrern oder Schulleitern spricht oder auch mit Ministerien, wehren sie meistens ab und sagen, ihr könnt uns nicht überfordern, wir schaffen das nicht alles. Ja. Aber ich glaube, dass das wirklich der Ort ist. Und von daher würde es mich interessieren, wie sieht es bei Ihnen interdisziplinär aus? Also waren jetzt zwei Fragen sozusagen. Die erste stimme ich Ihnen zu, und deshalb finde ich den Iran auch immer ein schönes Beispiel, weil man da sehr gut aufzeigen kann, dass ein autoritäres Regime durchaus eine Frauenrechtsagenda hatte, auch aufgenommen hat, dass wegen der diktatorischen Momente aber gestürzt wurde und dann ein Regime an die Macht kam, das nicht nur Frauenrechte, sondern auch Minderheitenrechte, Menschenrechte mit Füßen getreten hat. Also die islamistische Alternative ist immer die Alternative der Diktatur. Das denke ich, ist ganz klar, und es trifft immer Frauen, es trifft immer Minderheiten, es trifft auch Kinder natürlich. Von daher, so weit würde ich niemals jetzt gehen und würde sagen, ja, das kann eine Alternative sein, das kann keine Alternative sein. Zum zweiten Punkt, nein, so interdisziplinär sind wir noch nicht, sondern wir haben immer so ein bisschen Vorlauf, und wäre meine Idee, sowas anzudenken, ein neues interdisziplinäres Programm, wie tatsächlich solche Dinge aus der Forschung gut und schnell in die Lehrerausbildung gelangen, wäre eine super Idee, Frau Öztürk, ja. So, wir haben noch zwei Wortmeldungen. Ich bitte um kurze Fragen und kurze Antworten, weil der Caterer drängt schon, das Mittagessen steht schon bereit. Der Herr zuerst und dann Frau Zügel. Mein Name ist Witkowski, Stadtverordneter hier in Wiesbaden. Mich würde mal interessieren, haben Sie den Eindruck, dass es in der Türkei unter Erdogan Bestrebungen gibt, die Frauenrechte zurückzudrängen? Wenn ja, in welcher Richtung? Naja, da muss man jetzt nicht keine Hellseherin sein, um das zu bemerken. Also definitiv, dass das Bild, das Frauenbild, das Erdogan hat und das er immer mehr auch in die Öffentlichkeit trägt, ist nun nicht ein emanzipatives, ja, dass Frauen mindestens 3 Kinder kriegen sollen und wenn, ja, vielleicht auch noch mehr, dass man Verhütung, dass Verhütung unislamisch sei, das ist ja sein neuester Vorstoß. Da sieht man sehr deutlich, die Frau ist doch als Mutter, und das sagt er ausgesprochen klar, als Mutter ihre Rolle hat, aber nun bitte nicht so viel im Staate. Und als Mutter haftet an ihr, sagt er, zitiere ihn jetzt mal, der Geruch des Paradieses, aber nun eben nicht als Konkurrentin auf dem politischen Parkett. Also selbstverständlich versucht er das mit allen Mitteln, und wir wollen mal hoffen, dass ihm das nicht gelingt. Also, aber die Art und Weise, wie Frauenrechtlerinnen und wie jegliche Opposition im Moment in der Türkei traktiert werden, stimmt einen nicht so wahnsinnig optimistisch. Okay, so, da haben wir noch eine, ich reiche das noch rüber. Ja, Sigurd Hermann Marschall, mein Name. Ich habe eine Anmerkung und eine kurze Frage. Und zwar, das Angebot der demokratischen Gesellschaft ist ja gleicher und der gleichen sein, mit eigener Bemühung von nach Möglichkeit gleich gemachten Startbedingungen durchstarten zu können. Ich denke, es würde sehr viel Dampf aus dem Kessel nehmen, wenn wir als Gesellschaft wieder mehr darauf hinwirken, dass wir dieses Versprechen als demokratische Gesellschaft auch einlösen. Ja, dass wir das in den Schulen auch vermitteln, dass jeder mit Anstrengung Wege finden kann, wie er es schaffen kann. Denn die Salafisten, die werben tatsächlich auch nicht nur bei den jungen Männern, sondern auch bei den jungen Frauen damit, sei
nicht gleicher, sondern sei besser, und zwar innerhalb von 5 Minuten. Das ist ein unschlagbares Angebot, dem wir etwas entgegensetzen müssen. Meine Frage ist nun, der politische Islam, vorhin war erwähnt worden, die Sache mit dem Rollback hinsichtlich Kopftuch. Das ist in Deutschland ja so, dass da eine Umdeutung gewisserweise stattgefunden hat, dass jetzt das Kopftuch als Emanzipation gesehen wird. Was man vielleicht erst eher im akademischen Umfeld gesehen hat, was dann aber durchgeschwappt ist. Meine Frage wäre nun, wie breit ist das aus diesem, ich sag mal eher intellektuellen Milieu durchschwappend jetzt in die Breite gekommen, dass diese Umdeutung, ja, dieser Gegennarrativ eigentlich zur demokratischen Emanzipation, dass es halt Verbreitung findet. Also auch zwei Fragen eigentlich. Erste Frage, das Angebot besser zu sein, selbstverständlich, das ist eine Überlegenheitsideologie und basiert darauf, dass Gott Muslime, die wahren Muslime, natürlich nur nicht all diese Kulturmuslime, sondern die wahren Muslime, das heißt Salafisten, privilegiert hat und dass nur die ins Paradies kommen und dass man allen anderen Menschen überlegen sei. Sobald man sich einer salafistischen Gruppe anschließt, kriegt man dann auf die Schulter geklopft. Hat auch ganz viele neue Freunde, das ist übrigens auch ein vielleicht nicht ganz unwesentliches Moment, dass jemand, der sich so ein bisschen schwer tut in der Gesellschaft, jetzt in eine salafistische Gruppe geht und plötzlich ist alles gut, ja, und man kriegt auch noch Ehepartner gleich, weil der Mensch soll ja nicht so unmoralisch sein, das heißt, es ist auch ein Heiratsmarkt, der da floriert. Und ja, also im Überlegenheitsdiskurs kann man schlecht was entgegensetzen. Man kann, also die anstrengende Wirklichkeit, dass sich hier jeder bemüht, und selbstverständlich ist unsere Gesellschaft keine, die Gleichheit in jedem Maß befördert. Da könnten wir ein bisschen mehr tun, definitiv, gebe ich dir recht. Jetzt zum Kopftuchdiskurs. Ja, ich bemerke das auch. Das ist, ich habe gestern eben auf einer Diskussionsveranstaltung, da ging es eigentlich nur ums Kopftuch, dann beschwerten sich die ersten Muslimen, dass wir nur über das Kopftuch reden, um wieder über das Kopftuch zu reden. Also es gibt so eine Idee, alles kreist ums Kopftuch und die Anerkennung, die zentrale Anerkennung, die gefordert wird, ist jetzt die der Muslime mit Kopftuch. Finde ich jetzt auch ein bisschen eine Verengung, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die Frage eine gesellschaftliche Debatte gerade ist, aber selbstverständlich ist es eher problematisch, finde ich, dass man jetzt Emanzipation als das Recht, das Kopftuch zu tragen, verkürzt, ja, sondern hat Emanzipation ist grundsätzlich, finde ich natürlich, ist es wichtiger, was man im Kopf hat, als was man auch im Kopf hat, das ist das Entscheidende, aber manchmal korrespondieren ja auch Dinge. Okay, vielen Dank, Frau Schröter, für den Vortrag und die Antworten. Vielen Dank an Sie.